Was geht zu, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crash 4089 zurück bei Let's Play Crash Bandicoot and Centrology. Wir machen weiter mit Sky Crazed bei der Spezialwelt. Boah, also... Bei Area 51 habe ich nicht so viele Probleme gehabt. Oh... Anscheinend der härteste von diesen Leveln. Während eines Sprungs gedrückt für einen Sturzflug, ha? Huh? Area 51 hat nicht so viele Probleme gemacht, aber dafür Rings of Power war ein sau heftiger Level, ey. Der ging richtig ab. Weil es war wirklich schwer, da durchzukontrollieren. Ich bin froh, dass ich das auch noch dass ich das komplett geschafft habe irgendwie, aber das war furchtbar, der Level. Und wow, hier das Relikt zu bekommen, könnte auch jetzt eine absolute Herausforderung werden. Eine absolut heftige. Aber wir kämpfen ja erstmal so um das Kistenjuwel. Also spielen erstmal so um das Kistenjuwel und erst dann holen wir uns noch das Goldrelikt. Wir müssen auch erstmal einen Überblick auf die Strecke hier bekommen. Und mal wissen, was uns hier erwartet und bevorsteht. Aber bei diesen einen, Jetski-Level, ich habe es noch mal probiert, die Kisten, das Kistenjuwel zu bekommen, aber mir sind immer 5 Kisten übrig geblieben, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Muss mal nachgucken, wie ich da den Level zu 100% lösen kann, weil das Relikt, habe ich zwar das Goldrelikt, aber... Wie kann ich bitte schon die restlichen 5, wo kann ich bitte schon die restlichen 5 Kisten finden? Das ist die Frage, die sich mir stellt. So, schön umgucken, dass ich auch nichts verpasse. Es sind hier nämlich 100 Kisten. Wie lang wohl der Level insgesamt sein wird? Oh, shit. Okay. Da muss der Sprung perfekt sitzen. Dass ich nicht in eine Bombe rein springe. Was jetzt gerade leider passieren musste. So kann ich... Wie kann ich denn das am besten steuern? Ich muss alle Kisten auch noch kriegen zusätzlich. Wow, Alter, das ist knapp, ey. Knapp bemessen. Oh, das wird ein Spaß. Erstmal, wenn ich jetzt um das Relikt kämpfe, also Relikt spiele. Zum Glück ist hier die Steuerung halbwegs noch anständig. Oh, Nitro! Es gibt ja Nitro-Schalter. Nitro-Kisten gibt es hier. Let's Play Markus Panz Bomben! Im Überfluss, aber sowas von. Ja, es gibt... Gab es überhaupt ein Spiel, wo keine Bomben... Haben wir überhaupt schon mal ein Spiel gespielt, wo überhaupt keine Bomben vorkommen? Glaub mal nicht, ne? Na, geh auf die Seite. Achso, die verfolgen mich, oder was? Ja, nee, ist klar. Ich habe gedacht, warum bleibt der so lange da stehen an derselben Stelle? Dabei bewegt er sich doch, sollten sie sich hin und her bewegen. Aber nee, die verfolgen meine Bewegungen. Und hier, die umkreisen die Kisten. So richtig wie Indianer den Marterpfahl. So, bloß aufpassen auf Nitro. Oh Gott, da muss ich ja zweimal springen. Und ja, so viele Leben musste ich leider verprassen, weil ich keine Lust hatte, ständig die Ladezeiten zu nehmen. Habe deswegen mich immer von der Nitro-Kiste bei Rings of Power treffen lassen. Jetzt habe ich wirklich kaum noch Leben übrig. Das heißt also aufpassen hier. Wenn ich das wenigstens noch die Kistenhübel schaffen möchte. Nein! Shit! Gott, verdammte Nitro-Kiste. Da! Fuck. Komm, hol den Scheiß hier. Und dann nicht sie weg da. Nein, die bleiben längere Zeit an der Stelle stehen. Das war es. Ich dachte, sie verfolgen meine Bewegung. Er will meinen Bewegungen folgen.
Hier könnte ich echt Akku gebrauchen. Aber ich glaube, selbst wenn ich den irgendwo anders einsammle, würde ich den trotzdem hier nicht bekommen. Würde ich mal auch so annehmen. Also nehme ich mal an. Wow! Alter Schwede! Nein! Da kommt... da muss die Bombe jetzt hier hin. Shit! Ja, letztes Leben. Leck mich, das ist doch nicht euer Ernst. Ja, pff. Komm. Mach mal das nochmal mit mehr Leben. Scheiß drauf. Ist ja gut, jetzt Akku. Uka, mein Gott. Vorwärts für einen Sturzflug. Oh, während eines Sprungs vorwärts. Interessant, das muss ich mal austesten. Aber ich will aber auch alle Kisten hier kriegen, ne? So viel muss schon sein. Für einen Sturzflug, hä? Während eines Sprungs nach vorne gedrückt halten, hä? Meint mal so? Oh! Okay. Hey, vielleicht hätte ich da auch Kisten im Wasser erwischen müssen bei der einen Stelle. Weil ich meine, es war ein extra Leben unter Wasser. Vielleicht hätte ich damit auch auf diese Art und Weise Kisten unter Wasser erwischen können. Vielleicht waren da welche versteckt. Ich hoffe, dass es hier nicht der Fall sein wird. Aber ich glaube, das könnte der Grund sein, warum ich es vorher immer wieder nicht gemanagt habe, alle Kisten in den letzten Jetski-Level zu kriegen. Das dürfte es wohl sein. Aber dann hoffe ich wirklich, dass es hier... Ach komm. Dass es hier nicht auch noch Kisten unter Wasser gibt. Das wäre es noch. Okay. Das habe ich zwar gekriegt, aber... Ich will das hier auch noch haben, ne? Ihr versteht. Ich brauche das Juwel. So, gib es mir. So, jetzt muss ich es hier mal durchschaffen. Zumindest schon mal normal. Weil das ärgere, das größere, gröbere Problem kommt ja dann noch mit dem. Das gröbere Problem kommt ja noch mit dem Relikt. Oh Mann. Verflixt, dass ich im Flug nicht alle erwischt habe. Come on. Das ist ja echt auch blöd aufgestellt. So, jawohl. So geht das. Boah. So, hier auch noch. Komm. Hau ruck. Jawohl. Und hier. Jawohl, habe ich sie. Mann, Fresse. Ja, ich habe sie alle zum Glück. So, jetzt muss ich aber nur wissen, wo sich hier der Nitro-Schalter befindet. Am Ende. Ich hoffe, dass ich den dann gleich am Ende aktivieren kann. Weil die Nitro-Kisten zählen ja auch noch. Die müssen auch noch zerstört werden. Und erst dann kriegt man das Juwel. Oh, shit, der hat mich schon richtig gestreift hier. Alter. Verflixt noch eins. Das war sau eng. Geht der mal da weg? Komm aber jetzt nicht auf mich zu. Okay? So, weg da. Alter Schwede. Boah. Beide auf einen Schlag, sehr schön. So, und jetzt hier durch die Mitte. Yes! Oh, Geronimo! What? Oh, das ist eine ganz große Klasse. Das ist eine echt ganz große Klasse. Wie soll ich das denn hinbekommen?
Einfach mal konzentrieren, dann wird das schon. Ich krieg das auf die Reihe. Wenn es das Letzte ist, was ich tue. Ich hab doch auf die Reihe bekommen, hier beide zu erwischen. Und das schon wieder. So, und jetzt hier wieder durch die Mitte. Ohne die Nitro-Kisten zu berühren. Gehen die irgendwie auseinander? Nee. Oh Mann! Hier muss man äußerst langsam sein, damit man da alle Kisten bekommt. Sonst funktioniert das nicht. Sonst geht das nicht. Eieieiei. Geh da weg von der Rampe. Oder? Ja, genau. Oh, so. Äußerst vorsichtig. Und dadurch. Und geschafft. So, jetzt muss ich aber noch einen Checkpoint erwischen. Weil das möchte ich hier nicht nochmal einen Sturzflug, ne? Ja, so ungefähr. Wie ein Delfin hier. Hier ein Delfin hinspringen. Jawohl! Oh! Vorsicht! Ja komm, geh da weg von der Kiste! So, Checkpoint, dankeschön. Oh, das wird eine Katastrophe, hier durch versuchen durchzukommen, das Goldrelikt zu kriegen. Ich frag mich, was für eine Zeit man hier schaffen muss. Oh mein Gott. So. Oh. Eieieiei. Aber wir haben es bald. Wir haben es dann bald. Heilige Scheiße, die Bombe ist auch blöd platziert, da der eine. So, erstmal ist das hier. Wird gleich von hier aus. So, jetzt hier. Jawohl. Aber wie ist das jetzt aufgestellt? Ach du Scheiße. Ein bisschen auf die Seite muss ich, damit ich weder die Nitro noch die Bomben hier streife. Oh nein, das ist kein Nitro, das ist der Schalter, der Nitro-Schalter. Yes! Ja, nee, und da gehen die Bomben nicht mit drauf. Wie blöd ist das denn gemacht? Ach du Scheiße. Was? Wie soll man denn an die Kisten rankommen? Hä? Ach du Shit. Ich brauche da Akku. Hä? Was? Wie geht das denn? Wie? Wo? Wer? Was? Wie soll ich denn da an die Kisten rankommen? Wie ist das? Oh, okay. Okay. Gott sei Dank. Ich dachte, ich müsste schon so einen extremst perfekten Sprung schaffen. Aber zum Glück ist dem nicht so. Wow. Nein, bleib da weg. Himmels Willen, noch zwei Kisten. Komm schon. Hol sie dir und dann hol dir das Juwel und dann nichts wie raus hier. So, soweit, so gut.
Jetzt nur noch das Relikt. Muss ich aber mir gleich die Zielzeit ansehen fürs Goldrelikt. Immerhin haben wir das schon mal. Jetzt dürfen wir aber nicht mehr langsam, sondern müssen hier in Eilstempo durch und möglichst viele Zeitkisten mitnehmen, damit wir, weil alleine hier durchrushen und den Bomben ausweichen bringt nichts. Wir müssen auch so also viele Zeitkisten wie möglich zusätzlich kriegen. Oh mein Gott, und da hier Platin zu erreichen, das ist schon eine Hausnummer. In 53,50. Okay. 53,50. Ich hoffe, es gibt dafür auch genug Zeitkisten. Sky crazed. Ja, ich werde auch noch crazy mit diesem Level hier. Okay, dann mal los. Oh nö, ja, habe ich schon verbockt. So, jetzt. Hier muss man schnell durchkommen. Nicht den Bomben ausweichen. Ach du Shit. Die Kisten ist aber wirklich bescheuert aufgestellt. Das wird wieder eine Off-Cam-Geschichte werden. Ich sehe es jetzt schon auf mich zukommen. So, jetzt aber. Man muss nur Glück haben, dass die Bomben gut positioniert sind, sodass man da gut durchkommen kann. Ach, Mist. Ja, was soll's. So, scheiß auf die andere Kiste. Oder scheiß direkt auf die Kisten, verdammt. Jawohl. Ah! Boah, das war perfekt von denen aufgestellt und ich habe das Perfekte durchgeschafft. Ich glaube, ich träume, ey. Aku Aku! Yes! Wenigstens der kann mir ein bisschen helfen. Schon mal nicht schlecht hier. Alter Schwede, da muss man die X schon extrem streifen. Ja, das musste ich, da muss ich jetzt Aku Aku opfern. Shit! Zu viele Kisten verpasst hier. Zu viel Zeit verplempert. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Oh, falsche Richtung. Shit. Ja, ja, die Kiste, die Zeit wird schon zu knapp hier. Ich habe schon ziemlich verbockt. Oder? Alter Schwede. Das ist gar nicht mal so schlecht. Gerade! Ah. Naja. So weit, so gut, sag ich mal. Ich will jetzt nicht, ich will mich jetzt nicht groß beschweren. Das kriegt man schon noch auf die Reihe. Aber jetzt muss ich, darf ich Aku Aku nicht mehr so billig opfern. Oder wirklich nur noch an eine Stelle, wo mir keine wirkliche Wahl bleibt. Ah, wie habe ich denn das? Da muss ich ein bisschen Tempo nachlassen. Verdammt nochmal. So. Positioniere ich mal richtig. Das Laggen da macht mich auch nur zusätzlich nervös. So, einfach in den richtigen Moment in die Richtung wechseln. Und dann passt das schon. Oh. Ach, scheiße. So, jetzt aber.
als Ausgleich. Jetzt kommt diese Situation schon wieder. Nein. Egal, egal, das geht schon, das geht schon. Irgendwie. So, Akku, Akku. Du bist wieder gefragt. Ach, das war ziemlich scheiße gerade. Ich darf mich jetzt nicht unterkriegen lassen. Vielleicht geht das trotzdem noch auf diese Art und Weise überhaupt. Alle Kisten her. Nein! Shit. Das ist aus gar nicht dazu kommen. Und auch noch dazu. So. Akku, Akku, nochmal. Aber schaffe ich das überhaupt noch mit dieser Zeit? Ich glaube mal nicht, ne? Shit, das ist ja wirklich blöd aufgestellt hier. Oder Moment, das könnte immer noch klappen. Och nö. Ja, ich hätte sowieso nicht mehr geschafft. Ich glaube, wie viel... Ich habe es jetzt vergessen. Wie viel Zeit ich benötige für das Goldrelikt. Maximal benötigen darf. Come on! Ich will wenigstens da den... Die 2-Sekunden-Kiste auch noch kriegen, ne? Das würde mir doch wenigstens noch gönnen. Oder ich mache einfach gleich die... Den Weg hier, weil das ist kürzer irgendwie. Ach! Shit! So. Okay, und jetzt aber. Und das muss doch jetzt hinzubekommen sein. So schwer kann es doch wirklich nicht sein. Na komm! Was machst du denn? Jetzt bin ich extra perfekt auf die Rampe gekommen, da macht sie nur so einen Scheißsprung. Ist klar, seems legit. Ah! Na toll, ja super, da gehen sie hin. Die Kisten, die wahrscheinlich nötig waren, damit ich das schaffen kann. Das habe ich nun davon. Ei. Scheiß drauf. Ich musste es so tun. Ach, nur eine. Eins, zwei, drei. Eins, zwei oder drei. Letzte Chance vorbei. Hier wird man schon mit Zeitkisten nur zugespammt. Ach ja, komm. Scheiß drauf. Da ist eh wieder einer. Und da ist er wieder weg. Weil ich so blöd sein musste.
Okay, wenn Nitro-Kisten weg sind. Oh, sie haben auch. Ah! Ja, das war absolut perfekt gerade. Oh, habe ich das etwa? Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir haben auch hier das Goldrelikt. Yes! Na also. Boah, jetzt fehlen glaube ich nur noch zwei Goldrelikte. Und dann müsste das ver und dann müssen wir das haben. Dann brauchen wir jetzt nur noch uns um die Edelsteine kümmern. Nice! Okay, genug abgedanced, Coco. Weiter geht's. Wir haben noch was vor uns. Noch ist die Arbeit nicht vorbei. Hang 'em High haben wir dann auch. Das farbige Juwel. Okay, da haben wir alles. Future Frenzy muss ich dann noch die Juwelen kriegen. So, erstmal machen wir schnell weiter bei Hang 'em High. Holen wir uns dann noch, entdecke den geheimen Weg und schließe ihn ab, um einen besonderen Edelstein zu haben. Ja, ja, das weiß ich schon, das weiß ich schon. Ich kenne mich aus, Leute, ich kenne mich aus. Und dann muss ich noch gucken, wie ich den letzten farbigen Edelstein bekomme. Da gibt es nämlich auch noch einen weiteren. So. Wow. Was zum... Hat da gerade jemand geschmissen? Ach nein, ich habe den Gegner nur zu ihm geschleudert. Ich glaube, das war's. Warum mache ich es mir nicht so schwer? Ich kann ja diesen super Sprung hier. So. Kann er auch einen Doppelsprung ausführen? Der ist hier nötig. Nur so kommt man darüber. So, so sammle ich jetzt wieder Leben an. Und da ist der gelbe Edelstein. Oder golden, keine Ahnung. Verschwinde, Mann. Ja. Wolski. Das war schnell. Ja, so einfach kann's gehen. So einfach kriegt man alles. Yes. Vielleicht versuche ich es auch noch bei den anderen Level hier, weil Future Frenzy sieht so aus, als gäbe es da noch etwas Farbiges. Da werde ich aber Crash mal hinschicken. Also, was Farbiges. Was rede ich denn da? Farbig. Da sieht es aus, als gäbe es auch einen weiteren Edelstein. Den man wahrscheinlich nur von der Stelle aus erreichen kann. So. Ups. Na? Ah, jetzt aber habe ich den richtigen Knopf. So. Also wir haben hier die 100%. Hier 100%. Hier 100%. Und jetzt hier. Future Frenzy. Um uns da jetzt den Edelstein. Also die Edelsteine. Bonusrunden. Enthalten oft Hinweise auf die Kräfte, die du nutzen solltest. Ja, 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 ich kenne mich schon aus. Ich weiß ja, hier die Bazooka. Kann ich ja nutzen. Weil es gab ja eine Situation hier, wo ich... So. Na, hoch da. Sehr gut. Es gab ja Situationen, wo ich plötzlich eine bestimmte Schalterkiste nicht finden konnte. Dementsprechend haben mir dann einiges an Kisten gefehlt für das Juwel. Und ein Nitro-Schalter gibt es anscheinend ja auch nicht.
So, das zerstört aber den Checkpoint nicht, dann muss man es schon selbst kaputt machen. Hier könnte man auch was verstecken. Bei diesem blinkenden Knopf denkt man, dass man, also dass es ein Schalter wäre, den man drücken müsste. Lol, mit der ist man schon fast overpowered, aber die hat eigentlich so gut wie keinen Nutzen, diese Fähigkeit an, außerhalb von dieser, außerhalb davon, was man, also ab von der Situation, wo wir sie gerade nutzen. Also sie ist ja immer noch, also nicht, ich glaube sie ist wirklich nicht, naja, nicht, also am wenigsten notwendig von allen Fähigkeiten, sag ich mal. Oh. So, verschwinde, Mann. Und dasselbe gilt auch für dich. Ich kann keine Störenfriede für dich brauchen. Oh, bin ich weit genug entfernt? Ja, zum Glück. So, weg mit dir. Da ist das Juwel. Jawohl, ich wusste es doch. Also war es gut von mir, dort vorbeizulenzen. Yes! Haben wir schon mal das hier. Jetzt holen wir uns noch die Kisten für das Kistenjuwel. Dann haben wir auch hier 100% erreicht. Also müssen wir ja hier den Weg wieder zurücklaufen, oder was? Anscheinend. Es ist halt ein bisschen blöd, aber was soll man machen? Okay. Ab nach hinten. Alle restlichen Kisten zu sammeln. Oh je. Wow. So, jetzt aber. Laser fallen. Von hinten zu einer Situation wie dieser. Oh. So. So viel zu den Nitro-Kisten hier. Oh Mann. Ohoho. Geht hier richtig ab, die Post. Wenn man da rückwärts läuft. Ist das jetzt hier? Nein. Zum Glück ist da keine Laserfalle. So weit entfernt. Aber ich habe Arco, also einen Treffer kann ich mir noch erlauben. Zum Glück. Aber hier am Anfang kriegt man auch schon zu viel Zeugs. Ist schon ganz schön krass. Es fehlt eh nicht mehr so viel. Das ist der Anfang, ne? Ja, das ist der Anfang. Okay, wir haben es hier durchgeschafft und jetzt nur noch, jetzt müssen wir nur noch rüber. Wir müssen hier auf kaum weniger Hindernisse achten. Einfach nur diese Laser fallen und dann war's das. Und dann passt das schon. Kann man auch mal laufen hier. So richtig.
Ja. Ein Glück, dass die Plattform einen wieder zurückbringen konnte dabei. Ja. Und so bekommen wir ganz leicht dann auch das Kistenjuwel. Dann haben wir das auch mit Future Frenzy. Oh, nö, nö. Ja. Der hat wirklich geklappt. Ich würde drauf reinfallen. So. Und ja. Das ist auf jeden Fall schon mal gesaved. Bam. Weggesprengt. Richtig schön brutal. So, dreh dich mal um. Irgendwie tut er mir fast schon leid, weil er sieht ja nur mal aus wie eine arme Schildkröte auf den Rücken. Aber das sind nun mal Gegner, bei denen brauchen wir nicht so viel Mitleid zeigen. Wow. Barum, barum. So, noch 31. Ah ja. Bonus. Ja, ja, da werden nochmal die Fähigkeiten vorgezeigt. Ist klar, ist ja gut. Ich kenne mich ja schon aus hier. Ist ja nichts mehr Besonderes für mich. Oh, da war ich ein bisschen zu hoch. So. So wird's eigentlich gemacht. Hab's ja begriffen. So. Noch 12 Kisten. Die müssen wir alle hier kriegen können. Oh, Moment. Es gibt bestimmt keinen Nitro-Schalter, also sollen wir das schon nutzen, wenn wir schon dabei sind. Wow! Ich glaube, das sollte man immer noch drücken die ganze Zeit. Aber es gibt doch... Ja, aber wir haben schon alle unsere Kisten dazwischen mit der Bazooka zerstört. So, 2 neue Juwelen. Kann man das fassen? Huh, hatten wir einen ganz schönen Lauf hier. Okay, dann wird es jetzt Zeit, dass wir uns nur noch auf die Juwelen hier konzentrieren. Wir haben jetzt hier alles geschafft bei der Spezialwelt. 2 Relikte fehlen aber noch. Wo könnten die nur sein? Wahrscheinlich hätten wir die nur frei, wenn wir erstmals alle Juwelen haben. Die zusätzlichen Levels mit den letzten beiden Relikten. Wir haben jetzt überall Goldrelikte. Ansonsten. Ich weiß das. Ich habe überall geguckt. Ich weiß ja, dass wir wirklich alles haben. Ah ja, Tomb Raider. Da muss ich ja den letzten farbigen Edelstein noch kriegen. Ja, aber erst ab dem nächsten Part. Ich will euch nur mal zeigen, als Beweis, dass ich euch nicht anschwindle, dass ich hier alle Goldrelikte habe. Inklusive den Juwelen. Also die 5. Welt... doch nicht. Ich wollte schon sagen, die 5. Welt habe ich 100% abgeschlossen, aber nö. Da fehlt noch was. Aber wir können das ja gerne nochmal schnell überprüfen. Und hier noch. Ja, wir haben bislang einen ziemlich guten Lauf. Sogar das rote Juwel haben wir hier. Naja, hier fehlen noch einige.
Also 14 Juwelen fehlen noch. Da fragt man sich dann wirklich, wo die letzten beiden Levels sind mit Relikten. Aber sieht gut aus, ne? So, und jetzt nochmal die erste Welt. Da auch. Hier haben wir alles. Also so ziemlich. Hier haben wir es. So, und natürlich beim letzten Level Toad Village. Also beim allerersten Level. Ja! Wir haben alle Goldrelikte so ziemlich schon mal bekommen. Fehlen noch zwei. Aber ab dem nächsten Part werde ich dann wieder offcam die Juwelen versuchen zu kriegen. Und ja, wie immer, wenn es gefallen hat, der Daumen nach oben und Kommentare nicht vergessen. Und sehen Sie beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Oh ja, Crush wurde fickt hinein. Bis zum nächsten Part von Let's Play. Crash Bandicoot Ancient Trilogy. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute! Now you know.